Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Immortal Redneck und zwar alles für die Switch. Ich bin wieder hier drin in der Pyramide, allerdings diesmal als Zed. Der hat diese coolen Waffen hier, einmal hier so ein Energieding und dann hier so ein cooles Schwert und eine Waffe. Das Coole daran ist, der ist ein bisschen, hat ein paar andere Fähigkeiten, aber sonst eigentlich spielt er sich ähnlich wie die anderen beiden. Was noch anders ist, ist, und zwar, ich starte mit euch jetzt gleich im zweiten Stockwerk, weil ich meine, den ersten haben wir jetzt immer ein paar Mal gespielt, den ersten Stock, den brauchen wir jetzt nicht mehr spielen, wir wollen jetzt eigentlich nur sehen, wie es weitergeht. Und deswegen starten wir immer im zweiten jetzt, beziehungsweise man kann es nicht auswählen, aber ich spiele immer vorher hin und würde ab dann erst zeigen, wie es weitergeht. So, also, versuchen wir mal heute den dritten Stock zu erreichen, beziehungsweise nicht nur den dritten Stock, sondern auch vielleicht einen Boss-Gegner zu bekommen. So, jetzt erst nehmen wir diese Tür hier. Oh. Mist. Oh. Alter. Shit. Hab ich ihn auch? Energie. Die Energie ein bisschen einsammeln hier. So, da bin ich ganz planlos dastehen. Ah, erwischt. Okay, ein bisschen Energie nochmal einsammeln wieder. Alle Gegner erwischt hier, gut. Jetzt eine andere Tür. Hier gibt es wirklich keine andere Tür, hier waren echt nur Gegner, ne? Schade eigentlich. Na gut, dann gehen wir zurück. So muss die nächste Tür aus. Beziehungsweise in die falsche reingegangen, das war doch eine Tür. Haha. So, diese Waffe ist eigentlich richtig cool. Und solange benutzen, bis alles zerstört wird. Guter Korb, ein Illuminat folgt dir und hilft dir bei deinen Abenteuern. Wie cool ist das denn? Wo ist er? Wir sehen. So, okay, man sieht, habe ich wieder so viel Energie verloren, hier Leben verloren. Wie scheiße ist. Naja. Nicht wundern. Ich muss nebenbei medizinische Schokolade essen. Hat mir ein Arzt verschrieben. Deswegen kann es ab und zu ein bisschen Geschmatze geben. Ne? Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Okay, von da sind wir gekommen. Und hier drin gibt es keine weiteren Türen. Gut, dann müssen wir jetzt zurück. Und durch die nächste Tür, also. Dann haben wir ja nicht mehr so viele Türen. Haben wir die hier, würde ich sagen. Okay. Ein bisschen kennt man das Ganze jetzt hier schon. Da ist der Illuminat, wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Ah, cool. Hilft ja wirklich jemand mit, ist ja geil. Schon sehr cool, oder? Okay, da ist noch ein Typ da oben. Den holen wir uns. Jetzt hier auf der anderen Seite. Zieh den hier oben ab. Ach, das ist der, der direkt über mir schwebt da. Das können wir ja auch mal sehen. Der schießt mit. Okay. Wusste ich vorher nicht. Habe ich ja das erste Mal gesehen jetzt. Hatte ich vorher noch nicht so einen Illuminaten. So. Okay, ja, wir müssen mitnehmen die Tür.
Okay, da ging er schon. Oh, da kommt ganz viele. Da bringen wir mal ein bisschen Energie. Munition verloren. Immerhin. Hä? Die Munition nicht aufgesammelt, der Spack. Na, jetzt hat er ihn. Okay, gibt's noch, hier gibt es noch mehr, aber hier gibt es echt viele Türen. Na, gehen wir in diese Richtung. Die sieht doch ganz nett aus hier. Oder? Geht so ein bisschen in Richtung Angst bei mir. Guck mal einmal kurz die andere Tür hin ran. Okay, haben wir was weggeräumt, aber ich habe echt kaum noch Energie, ne? Das nervt total. Mit so wenig Energie nervt es total. Okay, aber hier gibt es auf jeden Fall keine Tür. Keine. Keine andere Tür, das mache ich damit. Noch einer, wo ist denn der? Wo ist der letzte Gegner da unten? Okay, ich würde sagen, jetzt kommen wir in die. Können wir hochgehen, eine Etage höher. Das machen wir auch glatt. Los geht's. Bin ja gespannt. Bin ich ja mal gespannt. Ja, ich habe mir gerade wieder ein Stück Schokolade im Mund gestopft. Der dritte Stock. Also Lebensenergie haben die jetzt ein Viertel mehr und 40% mehr Angriffskraft. Dafür kriegen wir Munition und Gold ein bisschen mehr. Kein fairer Tausch, wie ich finde, aber... Deswegen ist es kein fairer Deal, sagen wir so. Es gibt genug Türen hier. Hab ein bisschen Angst. Weil ich nämlich kaum noch Energie habe. Aber pass auf, wir machen es so. Nehmen wir erstmal die Waffe. Wir nehmen diese Tür als erstes. Also dieses Illuminatenviech ist echt cool. Oh, da muss ich aufpassen. Sieht man von der Seite auch noch was, da sitzt schon auch einer, oder? Mhm. Ah, hier! Diese Viecher. Habe ich noch 8 Tiere da. So, einmal nachladen, dann schießen wir den oben von runter. Oh. Da sitzt auch noch einer. Komm, Kasper. Zeig dich. Was? Bin ich getroffen? Den Spacken? Hoch. Ich mich da hoch und dann.
Was? Ich hab's nicht mehr bekommen? Gerade weggegangen. Okay, also da. Sollen wir da hoch? Nee. Jetzt haben wir ja alles hier weggeräumt. Guck mal da drüben. Egyptians call it a shiv. Rednecks, we call it a toothpick. Frage, was mache ich damit? Nee, ich brauche eine Waffe. Ich brauche eine Waffe leider. Das hier sieht aus wie. Als ob da irgendwie ein Gegner auf mich drin wartet. Ein größerer. Okay, ich würde sagen, das ist ein Bosskampf. Ein Pharao. König des alten Ägyptens. Okay. Okay. Eieiei. Ich muss schnell laufen jetzt. Da muss ich erstmal die ganzen Dinger hier zerstören wahrscheinlich. Eieiei, das ist aber schnell. Oh. Nein, hat mich getroffen. Aber diesmal bis zur Mitte gekommen. So, die Tür hier war noch nicht. Hier ist der Pharao. Also, hier wäre jetzt unser Boss. Unser erster oder zweiter Bosskampf. Geht natürlich relativ zügig, ratzfatz. Wenn ihr wollt, gehen wir jetzt einfach mal rein und schauen mal, ob wir den killen können. So, was wäre mein zweiter Anlauf? Wir testen es mal. Oh ja. Also wir müssen hier die Sarkophage zerstören. Das machen wir jetzt einfach mal. You the big boss? Hat der mit mir mit kaputt? Oh, da unten ist auch noch einer. Ich bin jetzt gerade geschützt, wie man sieht. Das habe ich gerade gar nicht bekommen. Oh Gott, ich verliere auch nicht Energie. Laufen hier. Da ist gar nichts mehr. Kommt da raus. Ah, ich habe die Waffe geworfen. Das war natürlich dumm. Da habe ich keine andere Waffe mehr. Doch, die habe ich noch. Dann mein. Beschissener Bosskampf. Oh. Nein. Ich will schnell laufen hier. Ammunition. Oh nein! Verdammte Axt! Ich hab die Spitze nicht erreicht. Nee, ich hab den Boss auch nicht geschafft. Ärgerlich. Und hoffen, dass wir ihn diesmal besiegen können. Puh. Auf geht's! So, spring mal. Damn.
Oh. Nein. Ah. Verdammt, Axt. Ah, scheiße. Yes! So, du beschissener Pharao, wie gefällt dir das? Ich hoffe, das war es auch nicht, dass er gleich nochmal wiederkommt. Nein! Wow, 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 wow. Oh, was passiert da? Ach so, jetzt geht's weiter nach oben. Heieiei. Oh, what now? You run out of gas. So, sollen wir erstmal ein hier? Schatz, ja, Kisten geben mehr Belohnung. Mit Daniels Fahrer, du hast eine Blaupause gefunden. Schau sie dir bei deinem nächsten Run beim Händler an. Das machen wir. Was hier? Das ist wahrscheinlich nur Fettgold. Meine Waffe hole ich mal wieder hier. Die Schrotflinte ganz gut, die nehmen wir mit. Die wollen behalten. So, ein bisschen mehr Energie wäre natürlich nicht schlecht gewesen, aber was soll's. Also ich kann hier auch wieder rausrennen aus dem Raum, sehe ich. Aber das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen höher. Ja, so, also so schwierig war der Pharao denn gar nicht. Man muss ein bisschen aufpassen. Wie man sieht. Drei Anläufe gebraucht. Beim einen hatte ich kaum Energie, beim anderen hatte ich voll Energie. Und jetzt klappt es. Wunderbar. Also vierter Stock. Alter, jetzt haben die aber 60% mehr Angriff. Okay. Nice. Den Schuss habe ich gar nicht mehr, fällt mir gerade ein. So, gucken wir mal, wohin gehen. Sind wir hochgehen, weil die Türen sind alle oben. Ja. Nehmen wir jetzt erstmal die Tür hier. Ach, Froscharie. Okay, die können ein bisschen mehr ab, würde ich sagen. So, wollen wir hoffen, dass die uns jetzt nicht alle kalt machen hier. Ah, guck mal, da kommen sie. Oh, das war's mit den Fröschen. Hier hängt noch einer. Schnell sein, sie fallen. So, mal zurück. Schinken! Okay. Hier oben noch eine Tür vielleicht, dann war der Weg nicht ganz umsonst. Nein, es gibt hier wirklich keine Tür. Keine verdammte Tür gibt es hier. Das ist ärgerlich. Na gut, laufen wir wieder zurück. Ein bisschen mit Turbo. Okay, wo ist die nächste Tür?
Und die erstmal runterholen, das ist das Wichtigste. So. Simsalabam, würde ich sagen. Okay, hier gibt es einige Türen. Soll ich die erste Tür hier nehmen, wenn wir schon mal hier sind? Yes, die machen wir. Aber dann mal nachladen hier. Halt, nachgeladen, hier die auch. Hallöchen. Oh, jetzt geht's los. Boom, junger Mann. Okay, das Ding ist eigentlich ganz geil. Müssten wir behalten, glaube ich. Behalten wir. So, hier unten sind gar keine Türen. Ich werde gucken, oder? Nein. Hier waren wir auch schon. Hier waren wir auch schon. Dann gibt es ja noch diese Türen hier. Und wer ist die? Das sieht doch aus wie ein Fahrstuhl. Perfekt. Eieiei. Das sind auch Sprünge, die ich hier machte. Okay, irgendwo ist da noch einer. Wo ist denn der? Okay, los geht's. Noch ein Stockwerk höher. Das läuft ja heute, was? Das läuft ja. Wunderbar, wunderbar. Sehr cool. Wir sind im 5. Stock. 80% angegriffen. Wir kriegen ein bisschen mehr Gold und sowas, aber wir müssen erstmal Munition haben hier, weil es wird ein bisschen einsam sonst für uns. Okay. So, alle Türen sind oben. Boah. Wir müssen aufpassen, wenn man mich hochrennt. Gut, wenn wir die jetzt essen. Ich bin ja nicht wählerisch. Allerbester Kram. So, das muss er noch irgendwann erleben. Den holen wir uns jetzt noch. Scheiße, der hat mich noch erwischt. Hab ich gerade eben gar nicht gesehen. So ein Bastard. So ein blöder Bastard. Na gut, aber hier gibt's nichts weiter. Hier können wir da rausgehen. Und nehmen die nächste Tür. Falsche Richtung. Nehmen wir diese hier. Ah.
da ist der Spaß noch. So, den haben wir auch erledigt. Nächste Tür. Immer gab es noch ordentlich Saft. Und was ist das hier? Gefäße, die explodieren jetzt. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Explodieren sie auch, wenn ich dagegen renne? Das wäre natürlich scheiße. Hoffen wir mal nicht, ne? Man kann auch da oben rausgehen. Oder hier unten. Was nehmen wir? Erstmal unten. Ah, guck mal. Das ist ja gut, super. Die explodieren auch, wenn man dagegen läuft. Das ist natürlich sehr beschissen. Ey, das ist ja richtig kacke. Muss man richtig aufpassen jetzt. Oh, nee, das ist doch scheiße. Ey, ist das ja wieder ein mieses Ding, das ich aufgesammelt habe. Oh, coole Waffe vielleicht. Was habe ich denn da jetzt? Das. Was ist denn das für eine Waffe? Ach, das ist ein Flammenwerfer. Oh, ist eigentlich auch nicht verkehrt, ne? Nein! Ein Flammenwerfer ist auch nicht verkehrt, aber die Einzelschusswaffe ist leider auch sehr gut. Wir können den Flammenwerfer mal benutzen, warte mal. Ach so, ein Brutzleiter, okay. Den hatten wir schon mal in einer anderen Folge, aber... Ja, wir müssen jetzt hier raus wieder. Mein Gott. So, dann nehmen wir die andere Tür eben. Das müsste ja die... Ist das die hintere hier? In die obere, ne? Ja, genau. Ja, einfacher so, ne? Nein! Ärgerlich. Aber schaut an, wir sind bis zum Gegner gekommen. Gar nicht schlecht ist. So. Achso, ich mach das mal. Lass das mal als Erfolg stehen. Ich will trotzdem wieder als Redneck geboren werden, weil ich finde den irgendwie ganz cool. So, Kohle haben wir immer genug gesammelt. Glaube ich, da können wir mal ein bisschen was reißen. Eine Blaupause. Wir wollen sehen, was die Blaupause uns bringt. Das ist natürlich cool. Du beginnst die erste Pyramide. Was den kaufen wir? Das ist natürlich cool. So, weil wir noch ein bisschen aufrüsten hier. So, was haben wir da oben? Kritische? Wir machen erstmal hier. Angriff erhöhen wir. Bessere Munition ist auch nicht schlecht. Verteidigung machen wir auch ein bisschen. Mehr können wir nicht machen. Ja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr beehrt mich bald wieder. Und bis dahin. Tschüss.